Oh, okay, yeah, oh, yeah. Leute, was geht ab? Heute trage ich mal eine Brille. Ich frage mich, warum eigentlich? Wir sind auf meiner Version Lars und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Es gibt Dinge, die verstehen Eltern einfach komplett gar nicht. Diese Erfahrung durfte ich in meinen letzten 19 Jahren tatsächlich relativ regelmäßig machen. Und die allermeisten von euch da draußen, die Eltern haben, werden diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht haben. Es gibt einfach Dinge, die kommen nicht im Kopf der Eltern an, als wäre es einfach eine Blockade. Und genau um diese Dinge geht es heute. Es geht heute um Dinge, die Eltern einfach nicht verstehen, aber eigentlich für einen Jungen oder ein Mädchen im jungen Alter Sinn ergeben. Deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Video, Leute. Ich freue mich und ich hüpfe jetzt einfach glücklich aus dem Raum. Bei Punkt Nummer 1 geht es um Ordnung. Und das hat absolut nichts mit so einem Pömpel-Dings zu tun, aber ich wollte es einfach mit reinbringen. Das ist nicht benutzt, keine Sorge, aber ich finde es trotzdem irgendwie... Jedenfalls Ordnungssysteme. Ich weiß, wie es bei euch war, aber ich habe einen großen Freundeskreis an Jugendlichen und Kinder, also ich habe keine Kinder als Freunde, aber früher halt, die haben so dermaßen unordentliche Zimmer gehabt. Der brennende Punkt ist aber, es war ihr eigenes Ordnungssystem. Ungelogen, die Leute, die haben viel schneller Sachen wiedergefunden, wenn sie das einfach irgendwo im Zimmer verstreut hatten, weil sie so ihr eigenes Ordnungssystem hatten, als wenn es so perfekt in die Schubladen einsortiert ist. Eltern kommen immer und sagen so, okay, jetzt ist wieder Aufräumtag, pack das dahin, das dahin, das dahin. Aber kennt ihr das, wenn man so seine eigene Unordnung hat, dass das immer am besten ist? Ohne Witz, sowas, das wollen Eltern einfach 0% verstehen. Freunde, 0%. Der nächste Punkt, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern ist, aber meine sind, was das quasi das digitale Zeitalter angeht, schon eigentlich relativ fortgeschritten. Props an der Stelle. Meine Eltern haben sogar 2 Smartphones. Das war letztes Jahr noch nicht so. Aber sie machen ja auch ihren Fortschritt, wenn auch langsam. Jedenfalls, so Internetabkürzungen sind trotzdem noch nicht ihr Ding. Das ist so ein generelles Elternding, glaube ich. Sowas wie OMG oder WTF oder LOL. Never. Das ist einfach so ein Jugendding, das checken Eltern nicht. Stattdessen kommen die dann so mit richtig schlimm so U.V.M, wo ich mir denke so, what the fuck, was heißt das? Immer so irgendwelche Briefe oder so krasse Abkürzungen, die dann so Erwachsenenzeug sind. Ja, aber so Jugend-Slang-Sprache, das geht nicht in die Köpfe aller Eltern rein. Was heißt aller Eltern, dieser Eltern? Ein anderer Punkt, was Eltern einfach nicht verstehen wollen, das ist so die aktuelle Mode, so die Jugendmode. Ich bin wirklich ein Fan von so Löchern in Jeans und so. Ich finde, das sieht stylisch aus. Ich weiß, es gibt viele von euch in den Kommentaren, die haten mich gerne auch mal dafür, dass ich so kaputte Jeans trage oder kaputte Oberteile. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde einfach Kleidung, das soll einfach jedem selbst überlassen sein. Also ich finde, es sieht cool aus. Und wenn ihr sagt, es sieht nicht gut aus, dann ist es euer Ding und ich verstehe das auch voll. Weil an sich ist es ja auch dumm, kaputte Klamotten zu tragen. Ich finde aber, es sieht irgendwie cool aus mit so Löchern. Aber es ist jedem selbst überlassen. Das ist das Coole. Jeder darf seinen Style haben, wie es ihm gefällt und muss anderen nicht gefallen. Aber meine Eltern, die checken es 0%. Das ist so, wenn ich so Löcher am Knie habe, hier an meiner Jeans, da kribbelt es meine Mutter schon in den Händen, weil sie es direkt meiner Uroma geben will, damit ich es dann eben flick. Ich habe eine Uroma, die flickt für uns immer die Jeans und so. Finde ich sehr cool übrigens. Vielen Dank dafür. Whatever, jedenfalls sowas. Oder zum Beispiel Jeans so runtertragen. Hier so, also bei mir geht es jetzt gerade noch, aber es gibt ja echt Leute, die laufen echt so, weißt du, denen hängt die, da geht es so bis hier hin. Sie laufen so rum den ganzen Tag, ohne Scheiß. Also so laufen die rum, ungelogen jetzt. Also wisst ihr ja sicher selber. Und meine Eltern verstehen gar nicht, warum die das tun. Aber ich selbst verstehe es auch nicht. Ich meine, wieso läuft man so rum? Oh, okay, yeah, oh yeah. Der nächste Punkt. Ich glaube, grundsätzlich verstehen Eltern nicht, warum man Gangster-Rap hört. Also damit meine ich zum Beispiel so wirklich aggressiven Gangster-Deutsch-Rap, wo Leute als Schlampen bezeichnet werden, wo Mütter gedisst werden, Hurensöhne gedisst werden, alles gedisst wird. Ich bin selbst auch kein Fan davon, aber ich kann Leute nachvollziehen, warum sie es hören in meinem Alter. Es ist einfach eine Richtung, die halt Leuten gefällt. Aber Eltern, no way. Ich verstehe es gar nicht. Weißt du, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Also so als Mutter, wenn man da wirklich nur so Schlampe und Hurensohn und Bitch und so hört, würde ich mich auch so ein bisschen angegriffen fühlen. Deswegen ist verständlich. Der nächste Punkt verstehen, glaube ich, auch die meisten Eltern nicht. Selfies. Warum macht man Selfies? Meine Eltern sind einfach so, das ist, finde ich, so witzig. Das sind doch so klassisch, wo man dann quasi jemanden fragt, können Sie ein Foto von uns machen? Und dann stellen die sich so schön hin, so und lächeln. Ich muss selbst sagen, ich bin so eine Selfie-Bitch ein bisschen. Weil ich gucke immer gleich auf den Selfies. Ich mache immer so einen Bitch-Blick irgendwie drauf, so... Schon irgendwie dumm, ja? Aber keine Ahnung, ist so mein Ding. Aber auf jeden Fall, so meine Eltern können es nicht verstehen. Ihr kennt bestimmt so klassische Urlaubsbilder von so Eltern, die so im Urlaub sind. Das ist so unser Ding von meinen Eltern. Auch ein Punkt, was wahrscheinlich nie irgendwelche Eltern verstehen werden. Warum machen Leute Bilder von ihrem Essen und stellen es auf irgendwelche Social-Media-Plattformen? Sei es Instagram, sei es Snapchat, irgendwas. Warum? Da muss ich aber ehrlich sagen, berechtigt? Warum tut man das? Ich weiß es nicht. Es interessiert keine Sau. Ich fühle mich selbst wie so ein Elternteil schon. Ein anderer Punkt, das ist gerade so in der Kindheit krass gewesen. Eltern wollen einfach nicht verstehen, dass man abends nicht schlafen gehen will. Das liegt daran, dass, glaube ich, Erwachsene einfach, oder ich merke es selbst ein bisschen schon, ich bin schon fast so einer, der sich abends aufs Bett freut, weil er so müde ist. Und Eltern denken, dass das auch für ihre Kinder gelten müsste. Aber nein, als Kind hat man abends nie Bock zu schlafen, niemals. Und ich glaube einfach, dass Kinder auch viel mehr Power hätten. Eigentlich können Kinder, glaube ich, viel länger wach bleiben. Weiß ich nicht genau. Ich wurde immer richtig früh ins Bett gesteckt und ich habe dann heimlich noch Gameboy im Bett gezockt und alles Mögliche, weil ich einfach nicht schlafen wollte. Ich hatte auch keinen Bock dazu. Aber ich glaube, das geht vielen so. Von daher ist so ein Kinderding einfach. Und der nächste und letzte Punkt, was, glaube ich, auch manche Eltern nicht verstehen, warum man, wenn man unter
unterwegs ist, Musik hört oder immer mit Stöpsel im Ohr rumläuft. Ich bin echt so ein Typ mittlerweile, wenn ich so rausgehe, ohne Scheiß, ich gehe aus der Haustür sofort Kopfhörer drauf, also wenn ich allein unterwegs bin, in der Bahn oder wenn ich auf den Bus warte, wenn ich irgendwo hinlaufe, durch den Park spazieren gehe, was ich eigentlich nie mache. Aber immer, wenn ich halt irgendwie alleine unterwegs bin, ich höre immer Musik. Weißt du, so meine Eltern so denken sich so, ja, wieso guckst du dir nicht die Gegend ein bisschen an, denkst ein bisschen nach, weil man das ja auch beides eigentlich machen kann, wenn man Musik hört, also ist eigentlich kein Argument. Meine Eltern würden einfach nie rausgehen und einfach so beim normalen Rumlaufen sich schon direkt Kopfhörer reinstecken. Aber ich weiß, es kommt allmählich auch bei den Erwachsenen an und deswegen, ja, vielleicht entwickelt sich das auch irgendwie in der Richtung. Das sind so ein paar Dinge, wo ich ehrlich sagen muss, ich glaube, das checken Eltern einfach irgendwie noch nicht. Sagt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt, was Eltern noch nicht verstehen. So, und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat und euch Sachen bekannt vorkam. Das war's von mir, ich melde mich auf euch noch einen wunderschönen Tag und bis ein anderes Mal. Tschüsschen.